Auf den Punkt gegart und nun das Bierfinish. Ein Bild von einer Haxe. Doch damit sich der Aufwand für die blaue Kappe in Augsburg lohnt, braucht es Gäste. So viele wie möglich. Die Tische draußen werden langfristig nicht reichen. Christoph Steinle und sein Team brauchen den Innenraum. Nächste Woche darf er öffnen, unter Auflagen. Tische und die Läden desinfizieren. Sitzflächen am besten auch. Die Speisekarten müssen abwischbar und desinfizierbar sein, müssen auch nach jedem Gast desinfiziert werden. Wir dürfen keinerlei Salz, Pfeffer oder Dekoration auf den Tischen haben. Und wenn nun ein Gast mal muss? Entscheidend sind dann, wie beim Fußball, die Laufwege. Die müssen stimmen, mit Maske und Abstand und nur in eine Richtung. Sie können quasi so zur Toilette gehen. Dann die Damen- oder Herrentoilette besuchen und dann, wenn sie rauskommen, so das Restaurant wieder verlassen. Ich nehme mal das Beispiel, ein Gast läuft ohne Maske hier rum in die Toiletten und dergleichen. Ja. Und das Gesundheitsamt erfährt davon. Was droht euch dann als Wirt? Wer nicht vollgeleistet, müssen wir halt bitten, dann die Gastronomie auch zu verlassen, wer das nicht machen will, weil schon empfindliche Strafen drohen. Ich hoffe natürlich auch, falls das mal vorkommen sollte, der genannte Fall, dass gerade ein Gast irgendwie die Maske nicht auf hat und das Ordnungsamt kommt, dass sie dann nicht gleich einen Strick draus sehen, weil wir können unsere Augen ja auch nicht überall haben. Ja. Ein Balanceakt für die Wirte. Und ein bisschen ist es wie beim Kochen. Ist eine Zutat zu dominant, schmeckt das ganze Essen nicht mehr. Ja, man sucht ja ein Restauranterlebnis, man möchte dort sich wenig Gedanken machen, habe ich eine Maske auf und entspannt sich ja. Das ist ja auch ein gewisser Teil, sag ich mal, Entertainment nach dem Arbeitstag oder so zu entspannen und essen zu gehen, ob die Gäste das abschreckt oder ob wir dann einfach die Plätze, die wir haben, auch wirklich besetzen können. Ich denke eher nicht. Ich denke, es wird schon, die Stimmung wird sich dementsprechend verändern halt im Lokal, ganz klar. Schon eine andere Situation, aber ich denke, das ist eine Situation auf Zeit und das halten wir schon toll. Mitte nächster Woche geht es innen los, um fällige Rechnungen zu bezahlen, die nach dem anfänglichen Entgegenkommen nun eingefordert werden. Spätestens zum Weihnachtsgeschäft, sagt Christoph Steinle, braucht er wieder alle Tische. Sonst muss er die blaue Kappe zuschließen.